Die Aktie von Cloud-Computing-Unternehmen ServiceNow hat Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres eine enorme Rallye aufs Parkett gelegt. Dann folgten 3 Monate Konsolidierung im Februar, im März und im April. Seit Anfang Mai scheint die Aktie wieder sehr stark gesucht zu sein, möglicherweise aufgrund der KI-Fantasie, die jetzt wieder in den Kurs Einzug hält. Ich schaue drauf, wo hier die Ziele liegen. Chartzeit allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16.05. Wir sind noch im Vormittagshandel, das heißt, die US-Börsen sind noch geschlossen. Trotzdem werfe ich hier schon mal einen Blick auf die Aktie von ServiceNow. Unterm Video gefragt: Hallo Martin, mich würde deine sehr geschätzte Analyse zu ServiceNow interessieren. Bei 640 Euro habe ich es sehr knapp verpasst. Nun droht der Kurs davonzulaufen, wobei das aktuelle Niveau schon von Bedeutung ist. McDermott hat Großes vor und ich halte viel von ihm. Welches Potenzial siehst du in ServiceNow, vor allem darin, sich einen weltweit zahlenden Kundenstamm für Now Assist aufzubauen? Also wir haben hier auch schon eine recht präzise Frage betreffend der KI-Funktionalität von ServiceNow. Auf dem Monitor im Hintergrund seht ihr die ServiceNow-Aktie als blauen Mountain Chart verglichen mit dem QQQ, also dem großen ETF auf den Nasdaq 100. Und da sieht man schon, Nasdaq ist entsprechend gut gelaufen. Technologiewerte waren stark gesucht in den letzten 52 Wochen. Plus 40% knapp hat der ETF hier auf der Uhr. Die Aktie von ServiceNow dagegen plus 64%. Also deutliche Outperformance, rund 50% Outperformance in den letzten 52 Wochen. Wir sehen aber hier auch diese etwas längere Phase von Anfang Februar bis Ende April, in der die Aktie deutlich korrigiert hat. Die war hier schon Richtung 75% raufgelaufen, ist dann nochmal auf unter plus 50% Gewinn zusammengebrochen, im Prinzip seit Mai 2023. Also eine etwas höhere Volatilität, das ist aber normal, das sehen wir oft, insbesondere auch bei Aktien, die gut performen, dass wir eine etwas höhere Vola haben als bei der entsprechenden Benchmark. Das ergibt sich eben daraus, dass in der Benchmark sehr viele Werte drin sind, das nivelliert sich alles so ein bisschen aus. Deswegen würde ich das nicht überbewerten. Das, was mir eben viel wichtiger ist, das ist diese relative Outperformance. Und das können wir uns auch nochmal langfristig anschauen hier auf 5-Jahres-Sicht. Da sehen wir jetzt das Ganze hier seit Mai 2019 und auch auf 5-Jahres-Sicht sieht man ganz gut, die Volatilität in der ServiceNow-Aktie ist höher als im QQQ. Also wenn es rauf geht, geht es stärker rauf, wenn es runter geht, geht es stärker runter. Am Ende stehen wir hier aber bei rund 180% Kursperformance, während der QQQ auf 156% blickt. Also auch langfristig eine leichte Outperformance. Jetzt kann man natürlich sehen, dass die Outperformance in den letzten 52 Wochen deutlich größer ist als über die letzten 5 Jahre. Und ich glaube, das hat eben genau mit diesem Punkt KI zu tun, dass in den letzten Monaten, in den letzten Quartalen die Aktien, die eine gute Möglichkeit haben, von künstlicher Intelligenz zu profitieren und damit dann am Ende auch die Umsätze und die Gewinne hochzufahren, dass die nochmal etwas besser gelaufen sind als der breite Technologieindex insgesamt. Und daher kommt diese Outperformance von ServiceNow. Wenn wir uns bei ServiceNow jetzt mal die Zahlen anschauen, die habe ich natürlich auch wieder hier für euch vorbereitet. Da seht ihr die letzten Zahlen, die gekommen sind, März 2024. Die sind Ende April veröffentlicht worden. Da hatten wir ein Umsatzwachstum von 24% gepaart mit einem Gewinnwachstum von 44%. Was hier auffällt, ist, dass dieses Gewinnwachstum über die letzten 5, 6 Quartale sehr konstant ist. Und das ist etwas, was wir nicht so häufig sehen. Typischerweise ist es so, wenn die Umsätze zulegen, dann nimmt das Wachstum ein wenig ab. Das ist jetzt bei ServiceNow hier tatsächlich umgekehrt gelaufen. Wenn wir uns das anschauen, September und Dezember 2022, haben wir hier ein Umsatzwachstum um 20%. Das ist sogar zum Ende nochmal angestiegen. Jetzt müssen wir wieder kleinere Rückschritte machen. Die Analysten erwarten so rund 20% Umsatzwachstum in den nächsten Quartalen. Das ist natürlich alles andere als schlecht, ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber auf der Gewinnseite, da sieht es hier richtig gut aus. Da haben wir nämlich deutlich höhere antizipierte
Gewinne, als das in den letzten Quartalen der Fall war. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis für die Aktie. Dann können wir hier auf der rechten Seite das Fund Ownership anschauen und da sehen wir, wie viele Fonds die Aktie im Depot haben. Das steigt hier Quartal um Quartal weiter an und hat zuletzt auch noch mal an Dynamik wieder zugelegt. Also die Fonds, die großen institutionellen Investoren, die sehen hier auch durchaus gute Chancen für die Aktie. Also insgesamt können wir zusammenfassen, 2,6 Milliarden haben wir hier gesehen auf der Umsatzseite, Wachstum 24%, 3,41 Dollar auf der Gewinnseite. Das waren nochmal knapp 30 Cent mehr, als die Analysten auf der Uhr hatten. Und dann ist es natürlich gerade bei diesen Cloud Computing und Softwareunternehmen immer wichtig, drauf zu schauen, was machen denn die sogenannten Annual Recurring Revenues, also die wiederkehrenden Umsätze, im Idealfall eben die Abonnementumsätze. Und da können wir mal schauen, da haben wir von diesen 2,6 Milliarden Umsatz kommen 2,52 Milliarden aus Abonnementumsatz. Das ist also wirklich gut, das ist ein enorm hoher Anteil und diese Abonnementumsätze, die sind um 25% angestiegen und haben damit im Prinzip das obere Ende der Prognosespanne erreicht, die das Unternehmen sich selber gesetzt hat. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen, die sind um 21% angestiegen auf 8,45 Milliarden. Das können wir uns hier auch nochmal genauer anschauen. Da sehen wir das. Subscription Revenues 2,52 Milliarden sind um 25% angestiegen. Verbleibende Leistungsverpflichtungen 8,45 Milliarden sind um 21% angestiegen. Also das sieht relativ gut aus alles. Wenn wir uns da jetzt noch anschauen, wie sich hier der Gewinn verteilt hat. Wir haben hier diesen Non-GAAP Net Income und das Ganze dann eben auch umgerechnet auf Pro-Aktienbasis. Ja, da sieht man ganz gut, wir haben hier diesen schönen dynamischen Anstieg Quarter over Quarter. Und wenn wir uns das hier dann noch vom Finanzjahr 22 auf 23 anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze wirklich nochmal einen ordentlichen Schub macht und wir hier wirklich ein sehr gutes Wachstum der Gewinne haben. Und das ist für mich natürlich immer wichtig. Und dann wissen wir ja inzwischen auch schon, Abonnementumsätze, Softwareumsätze, da sind vor allem auch die großen Kunden wichtig. Und da können wir mal drauf schauen, wie sich denn hier im Prinzip diese Customer Relationship verändert. Das, was wir hier sehen, ist die Anzahl an Kunden mit einem ACV, also einem Annual Contract Value, einem jährlichen Vertragswert über einer Million. Da sehen wir, die wachsen hier richtig schön an. Das ist die Anzahl an Kunden, die hier wächst. Und oben drüber diese blaue Linie, die hier läuft, die eben auch immer weiter steigt von 3,9 auf 4,6. Das ist das durchschnittliche Vertragsvolumen von allen Kunden, die eben ein Vertragsvolumen über eine Million haben. Und da sehen wir, das wächst und wächst und wächst. Jedes Quartal wächst also sowohl die Zahl der sehr hohen Kunden, also der Kunden mit sehr hohen Umsätzen. Parallel dazu wächst der durchschnittliche Vertragswert pro Kunde auch noch an. Das Ganze kann man sich jetzt hier mal anschauen. Das ist aus der letzten Unternehmenspräsentation eine sehr schöne Darstellung, wie sich das Ganze eben entwickelt hat. Dieses jährliche Wachstum von diesen durchschnittlichen Vertragswerten. Ja, und da sehen wir, das ist hier aufgeführt seit 2010 im Prinzip beispielhaft. Und das, was man hier erkennt, ist, jede andere Farbe ist im Prinzip ein neues Jahr, was dazugekommen ist. Und da sehen wir, es kommen mit den neuen Farben immer mehr Kunden dazu. Wir sehen aber die bestehende Kundenbasis, die wächst eben hier auch im Vertragswert. Das heißt, es werden immer mehr Produkte nachgefragt vom selben Kunden. Und dann kommen natürlich auch ganz klar Preiserhöhungen mit dazu. Das heißt, man hat hier einen doppelten Effekt. Wachstum A durch die Kundenzahl, B durch eben die Summe pro Kunde. Und das ist etwas, was mir relativ gut gefällt. Dann können wir uns das Ganze hier nochmal anschauen vom Bereich der Erneuerungsrate, Renewal Rate, also die Vertragserneuerungen. Und die liegen hier bei fast 100%. Also wir sind hier ganz konstant immer zwischen 98 und 99%. Das heißt, das ist quasi eine Kündigungsquote nahe Null. Ja, und wie stark eben diese großvolumigen Kunden wachsen, das sieht man eben auch daran, dass im abgelaufenen Quartal 8 Transaktionen mit einem Netto-Neuwert von mehr als 5 Millionen getätigt worden sind. Das ist ein Wachstum von 100% zum Vorjahr. Da waren es nur 4 Transaktionen. Und im Bereich
Vertragsgrößen mehr als 10 Millionen haben wir sogar hier vier Neuverträge. Das sind 300% mehr als im Vorjahr. Also im Vorjahr war es nur ein einziger, jetzt sind es im Quartal schon vier, die dazugekommen sind. Also auf breiter Flur wächst hier die Kundenbasis und eben auch das, was die Kunden am Ende bezahlen. So, jetzt hatten wir uns angeschaut, wie der Gewinn hier wächst in der Historie. Schön pro Aktie und eben auch als Nettogewinn geht das hier ordentlich durch die Decke. Da können wir uns jetzt nochmal anschauen, hier die Entwicklung vom Nettoeinkommen, also Nettogewinn in Relation hier zum Umsatz. Das, was wir hier so in Grau sehen, das ist der Umsatz, der hier so dynamisch ansteigt. Und die letzten drei, das ist hier das, was die Analysten erwarten für Dezember, also 2024, 2025, 2026. Und ich glaube, da seht ihr das ganz gut. Das Wachstum, das läuft hier schon fast parabolisch. Also wir sehen hier immer weiter ansteigende Wachstumsraten, sowohl auf der Umsatz- als auch hier auf der Gewinnseite. Und insgesamt, wenn wir uns die Analystenerwartungen anschauen für den Gewinn pro Aktie, na, den sehen wir hier. Dieser Fächer, das sind immer die Ranges der einzelnen Analysten und diese gestrichelte Linie, das ist die durchschnittliche Erwartung. Sehen wir also 23, 24, 25 bis 26 wird hier ganz klar erwartet, dass die Gewinne deutlich steigen, eben parallel zum steigenden Umsatz. Also von den Fundamentaldaten her muss ich ganz klar sagen, sieht das bei ServiceNow wirklich hervorragend aus. Schauen wir auf den Chartverlauf. Da gucken wir uns mal zuerst hier den großen Wochenchart an. Und da will ich eigentlich nur auf diese letzte große Aufwärtsperiode hier mal schauen. Da seht ihr ziemlich deutlich, dass wir immer wieder ja, dynamische Anstiege haben. Und nach diesen dynamischen Anstiegen korrigiert der Markt hier rein, konsolidiert, nur um danach dann eben auch wieder zur Oberseite auszubrechen. Hier hatten wir mal eine etwas größere A, B, C-Korrektur, sind direkt wieder angestiegen, nächste Bullflag sind direkt wieder angestiegen und jetzt hatten wir hier gerade auch aktuell wieder so eine größere A, B, C-Korrektur und das Niveau, an dem die Aktie hängen geblieben ist, gefällt mir enorm gut, denn das ist im Prinzip hier ziemlich genau das 40-Wochen-Niveau, das bedeutet so ungefähr der 200-Tage-gleitende Durchschnitt. Wir haben hier die 10-Wochen-Linie in Blau. Das ist so ungefähr der 50-Tage-gleitende Durchschnitt. Und da sehen wir auch, in der aktuellen Woche sind wir hier deutlich jetzt oben drüber gezogen. Wenn ihr euch diese Entwicklung hier mal anschaut, im Prinzip seit 2016, dann seht ihr, dass in der Aktie seit 2016 genau zwei negative Jahre waren. Ansonsten jedes einzelne Jahr positiv abgeschlossen mit einem deutlichen Gewinn für die Aktionäre. Und das ist schon sehr enorm, was wir hier sehen. Wir gehen auf den Tagesschart. Vielleicht noch mal ganz kurz. Wir sehen, Görsch Trend ist im Prinzip seit Januar 2023 hier sehr deutlich auf der Aufwärtsseite, hat nur einmal ganz kurz noch mal dagegen gedreht und dann sofort eben wieder die Longseite hier genommen. Also seit Anfang 23 kann man im Prinzip in dieser Aktie langfristig investiert sein. Und da ist auch dieser letzte große ABC-Rücksetzer nicht ausreichend gewesen, um den langfristigen Trend hier zu drehen. Das sieht also alles nach wie vor relativ stark und stabil aus. Auf Tagesbasis, bisschen ärgerlich. Ich hätte euch die ganze Analyse gerne einen Tag vorher schon präsentiert. Wir sind jetzt hier gestern ziemlich dynamisch angelaufen. Das hat natürlich zum einen zu tun gehabt mit dem Verbraucherpreisindex, der ja im Prinzip genau so gekommen ist, wie ich das in Mahlzeit angekündigt habe, genauso wie ich es erwartet habe, mit 0,29% Steigerung. Ein bisschen besser als das, was die Analysten erwartet haben. Dann hatten wir noch ein sehr positives Rating für die Dell-Aktie. Die hat im Prinzip auch den gesamten Bereich der KI-Aktien nochmal zusätzlich mit angeschoben. Also wir hatten gestern einen sehr starken Tag für alles, was Technologie war, für alles, was KI-Werte sind, auch für High-Growth-Unternehmen. Sehr, sehr positiv. Zinsen sind zurückgekommen, der Dollar ist gefallen. Wir haben diesen positiven Analystenkommentar zu Dell bekommen, der eben sehr stark nochmal auf den Bereich KI eingegangen ist. Wir haben diese besser als erwarteten Verbraucherpreisdaten gesehen. Inflation kommt also zurück. Die Erwartungshaltung für Zinssenkungen sind angestiegen. Alles positiv und so hat sich dann am Ende auch gestern die Aktie entwickelt. Und im Prinzip können wir hier, wenn wir es uns auf Tagesbasis anschauen, so eine kleine inverse SKS-Formation erkennen. Hier linke Schulter, hier der Kopf, hier die rechte Schulter im Prinzip. Da haben wir gestern jetzt diesen dynamischen Ausbruch gesehen, haben hier auch den Ausbruch aus dem 50er gleitenden Durchschnitt gesehen. Also
sehr dynamisch, was hier läuft. Jetzt muss man erstmal vielleicht davon ausgehen, dass dieser starke Anstieg von gestern mit immerhin 5,4% sich erstmal ein bisschen ausnivellieren muss. Also man sollte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir direkt nach oben weiter durchschießen. Auch wenn wir uns die letzte Trendlinie hier einzeichnen, wird das vielleicht ganz nochmal interessant. Da haben wir hier so einen Bereich um 775, wo es dann wirklich etwas schwieriger wird, charttechnisch. Aber auf der Unterseite gefällt mir eben enorm gut dieses Unterstützungsniveau, was hier im Prinzip gehalten hat, was der Kurs nur kurz angelaufen ist und dann eben direkt wieder abgeprallt und eine schöne Dynamik nach oben gezeigt. Ja, wenn man das jetzt hier auf der Unterseite verpasst hat, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich würde lieber aggressiv jetzt hier in diesem Ausbruchsniveau reingehen, vor allem wenn man das Ganze langfristig halten will, als vielleicht irgendwann in 3, 4 Monaten zu einem viel, viel höheren Kurs da noch einsteigen zu müssen. Also ich bin hier recht bullish, muss ich sagen, für die Aktie von ServiceNow aktuell. Wenn wir uns das nächste kleine Kursziel anschauen, was wir hier generieren können, das kommt von hier, da sehen wir das nächste Ziel, das liegt so bei $950. Das ist das nächste charttechnische Kursziel. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen gucken auf das, was die Analysten hier in der letzten Zeit gemacht haben. Wir haben nach den Earnings neue Analysen gekriegt von Barclays. Die sind bei einem Overweight-Rating geblieben mit einem Kursziel $890. Wir haben BMO Capital mit einem Outperform-Rating, die sind bei $830 mit einem Kursziel. RBC Capital Markets Outperform-Rating $850. Wir haben Baird, die haben sich nach dem Analystentag am 6. Mai nochmal zu Wort gemeldet und haben ihr Kursziel nochmal erhöht von $870 auf $885. Also wir haben durch die Bank alles Kursziele, die über dem letzten Hoch liegen, und zwar zum Teil deutlich über dem letzten Hoch. Und von daher ist das durchaus ja, interessant, was wir hier sehen. Diese zum Analystentag Anfang Mai, da sind auch einige interessante Dinge genannt worden. Man will also auf jeden Fall das KI-gestützte Umsatzwachstum weiter fördern, eben auch gerne durch Investitionen. Man plant bis Ende 2024 einen Umsatz von 11 Milliarden zu erreichen, bis Ende 2026 sogar von 15 Milliarden. Und man sieht wirklich KI, also diesen Bereich, wonach hier auch gefragt worden ist, diesen Bereich Now Assist, den sieht man wirklich als zusätzlichen Umsatzbringer. Und das ist, glaube ich, auch das, was in der letzten Zeit hier wieder sehr dynamisch am Kurs nach oben zieht, nämlich nach dieser Analystenkonferenz, die hier gelaufen ist, kennt die Aktie im Prinzip nur noch eine Richtung. Und da hat man relativ klar gesagt, man erwartet, dass alleine durch bestehende Pro-Kunden, wenn die eben diese Upgrades machen auf die KI-Abonnements, dass hier 1 Milliarde zusätzlich mit reinkommen, und sieht ein zusätzliches Potenzial, falls Standard-User dann auch upgraden auf diese KI-Funktionalitäten, dann sieht man hier so bis 2,5 Milliarden Umsatzsteigerung erstmal nur durch diesen KI-Bereich. Also das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Dann hatten wir jetzt gerade noch am Dienstag die Knowledge Conference in Las Vegas. Da hat ServiceNow auch ein paar neue KI-Funktionalitäten vorgestellt, hat aber auch einiges an neuen Partnerschaften veröffentlicht, und zwar mit Genesys, mit Fujitsu, eine Zusammenarbeit mit Infosys, eine sehr intensive. Und das Highlight waren eigentlich zwei neue Kooperationen im Bereich künstlicher Intelligenz, und zwar mit IBM. Man wird jetzt IBMs Watson X auf der Now-Plattform eben hosten. Das hat jetzt auch schon angefangen. Und man hat eine sehr intensive Zusammenarbeit jetzt mit Microsoft. Und das heißt, dass man jetzt Now Assist mit Copilot kombiniert. Ja, und das ist etwas, was durchaus auch nochmal ein ordentlicher Umsatzschub sein könnte für ServiceNow. Und von daher finde ich diese Reaktion, die die Aktie hier zeigt, absolut gerechtfertigt. Wir können noch mal kurz auf das schauen, was die Analysten so erwarten. Das sind hier die ganzen neuen Ratings, die seit den Earnings gebracht worden sind. Ja, und da haben wir hier von Jefferies eben nach dieser Konferenz hier in Las Vegas nochmal ein neues Kursziel bekommen, $900. Die haben ein Upgrade jetzt gebracht von Halten auf Kaufen, liegen bei $900 mit dem Kursziel. Und wenn wir mal schauen, das, was wir jetzt hier gerade gesucht haben, das Kursziel aus der letzten Konsolidierung, was sich dann hier oben bei $950 ergibt, das ist im Moment, sehen wir hier, das Street High Kursziel. Das kommt von KeyBank.
KeyBank hat auch recht gute Technologieanalysten. Von daher ist das durchaus ein relevantes Kursziel, wie ich finde. Der Durchschnitt liegt bei 866, das ist rund 14% über dem aktuellen Kursniveau. Und selbst das tiefste Kursziel, das kommt hier von JP Morgan, das liegt bei $780. Selbst das ist noch oberhalb des aktuellen Kurses. Also von daher sehe ich hier eine gute Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Kurse bei ServiceNow weiter ansteigen. Und wenn wir uns die Bewertung der Aktie anschauen, dann sehen wir eben auch, wir liegen hier bei einem 53,8er Kursgewinnverhältnis forward. Das ist jetzt nicht gerade wenig, aber das, was ich eben ganz spannend finde, ist, dass man hier sehr schön sieht, wie die Aktie in ihre Bewertung reinwächst. Und in dieser größeren Korrektur, die wir gesehen hatten, ist die Bewertung auch nochmal deutlich zurückgekommen von dem Bereich, na, so um die 63 runter unter 50. Steigt jetzt natürlich gerade schon wieder an mit den ansteigenden Kursen, aber ich denke, man sieht das ganz gut. Wir sind eher im unteren Bereich der Bewertung als im oberen Bereich der letzten Jahre. Und von daher muss ich sagen, ja, ist nicht gerade billig, aber ich denke, die Aktie ist das wert. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiter fleißig euch Werte wünscht. Nutzt die Upvote-Funktion mit dem Daumen nach oben. Das macht es für mich einfacher, die Werte rauszuwählen, die für mehrere Kunden hier interessant sind. Und dann werden wir auch wieder die neuen Charts halt folgen bringen. Bis dahin, euch alles Gute, profitable Trades und bye bye.